So, einen wunderschönen guten Morgen zu uns. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem nächsten Innovi-Webcast. Heute wieder mal mit dem Thema ACC aktuell. Wieder mal deshalb, wir hatten das Thema schon ein, zwei Mal. Liegt aber hauptsächlich daran, dass gerade auf der ACC, also auf der Autodesk Construction Cloud, ständig Bewegung herrscht. Da wird von Autodesk gerade viel Energie reingesteckt, das weiterzuentwickeln. In der Breite, als auch natürlich die verschiedenen Tools zu verbessern und auszubauen. Genau. Kurz zu unseren Innovi-Webcasts. Wer das Format noch nicht kennt, ja, finden ein paar Mal im Monat statt und die Webcasts werden alle aufgezeichnet und jeder, der teilnimmt, kriegt natürlich nach dem Webcast einen Link zugeschickt, wo er sich das nochmal anschauen kann oder auch Kollegen teilen kann. Wenn man mal einen Webcast verpasst, dann kann man den natürlich im Archiv auch auf der Webseite von Innovi nochmal nachschauen, sich einfach dort nochmal anmelden und dann auch die Aufzeichnung anschauen. Interaktion ist in dem Fall nur möglich über den Chat oder über die Fragenbox. Das heißt, Kommunikation über Webcam und Mikrofon ist nicht möglich. Einfach auch aus Datenschutzgründen und ja, Anonymität, damit die in die Aufzeichnung nicht mit reinfließen. Deshalb würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, gerne in die Chat- oder Fragenbox eingeben. Am besten die Chatbox. Die Fragenbox ist so ein bisschen schwierig in dem Tool, finde ich. Deswegen gerne da reinschreiben und wir versuchen, die Fragen am Ende vom Webcast zu beantworten. Ja, jetzt kurz zur Innovi. Was ist die Innovi? Die Innovi ist ein Verbund von vier ehemaligen Autodesk Goldpartnern, die sich zu einem großen Goldpartner zusammengeschlossen haben. Hat zum einen natürlich große Vorteile gegenüber unserem Reseller, unserem Anbieter Autodesk. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unser Portfolio deutlich verbreitert, um aktuellen Anforderungen, gerade im CAD-Bereich und auch die ganze Technologiesparte, die abbilden zu können und sie da besser beraten zu können. Genau, dann vielleicht kurz zu uns beiden. Mein Name ist Matthias Bayer, ich bin vom Innovi-Partner Hafners Büro in Stuttgart. Mein Kollege Hans-Peter Höhn ebenfalls. Ich führe Sie heute als Moderator durch, bediene die Chatbox. Genau, und der Herr Höhn wird Sie über die Neuerung auf der ACC aufklären oder Ihnen zeigen, was es da Neues gibt momentan. Peter, willst du vielleicht kurz noch was zu dir sagen oder ansonsten Jo, schlägt gerne auch los. steht hier also vielleicht ganz kurz. Seit 5 Jahren bin ich bei Hafners Büro, mache Schulungen im Bereich Revit, auch im Bereich von der Autodesk Construction Cloud und mache für beide Produkte auch den Support. Wenn es da Fragen gibt, landen sie unter Umständen bei mir. Und zum heutigen Webcast habe ich mir 4 Schwerpunkte überlegt. Das eine sind die Aufgaben in Docs. Da hat es in dem letzten Jahr immer mal auch kleinere Änderungen, Verbesserungen gegeben, die wir gar nicht so berichtet hatten bisher. Das möchte ich so ein bisschen zusammenfassen und aufarbeiten. Dann aus dem Bereich Modellkoordination 2 Dinge, die sich entwickelt haben. Wir können bei den Kollisionen Objektausschlüsse machen und wir können im Bereich Koordination ein kuratiertes, föderiertes Modell zusammensetzen und das dann für Docs zur Verfügung stellen. Das können also dann auch Teilnehmer an einem Projekt sehen, die gar keine ABC, also Autodesk BIM Collaborate Lizenz haben. Das kann man denen dann auch zur Verfügung stellen. Und hier links auf dem Bildschirm habe ich mal so einen Ausschnitt gewählt. Im Prinzip gibt es alle 2 Monate offizielle Releases auf der Autodesk Construction Cloud in letzter Zeit, die dann unterteilt werden in den verschiedenen Bereichen. Und ich habe das, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen zusammengefasst, um hier mal auch den Überblick zu kriegen, auch die Kleinigkeiten, die sich am Ende natürlich in der Bearbeitung auch auswirken, dann mit aufzunehmen. Und anfangen möchte ich aus dem Bereich Docs. Also das ist was jeder, der die Autodesk Construction Cloud benutzt, hat mindestens ja einen Zugang zu diesem Docs und dort zu den Aufgaben. Und da schauen wir uns mal jetzt an, was sich da so ein bisschen getan hat, ein bisschen Überblick über die Aufgaben,
die ja dann in allen anderen Modulen genauso zur Verfügung stehen. Und das ist jetzt der Anblick, wenn ich als einfacher Nutzer mich in der Cloud anmelde. Und wir sehen gleich den Unterschied. Also das ist der Bereich eben als einfacher Nutzer. Ich habe hier oben, wenn Sie darauf achten, die Möglichkeit, jetzt mit gelöschten Aufgaben auch was anzufangen und die wiederherzustellen. Und jetzt wechsle ich mal den Browser innen, wo ich als Administrator angemeldet bin. Und dann sehen wir hier, dass hier zu den gelöschten Aufgaben noch die Einstellungen hinzukommen. Für die normalen Nutzer ist es wichtig, was da möglich ist. Für die, die Projekte administrieren, die sollten wissen, was sie hier für Möglichkeiten haben. Und ich gehe hier mal drauf auf die Typen. Also hier sind verschiedene Aufgabentypen schon angelegt. Als Vorschlag von der Cloud, die sind alle auf Englisch gehalten. Die haben einen Bezug zu der künstlichen Intelligenz, die im Hintergrund läuft und die das auswertet. Da funktioniert das entsprechend verbessert. Wir können uns aber auch hier eigene Kategorien erstellen und dann die Aufgaben auch so benennen, wie wir das machen möchten. Und ich habe hier mir mal eine Kategorie mit Mini erstellt, also dort möchte ich kleine Aufgaben unterbringen. Und was ich mit kleinen meine, kann ich hier mal zeigen. Also bei diesen Aufgaben gibt es immer die Möglichkeit, Felder zu verwalten. Und alle Felder, die hier nicht ausgegraut sind, die kann ich anzeigen oder nicht anzeigen lassen. Also wenn ich hier normal eine Aufgabe erstelle, gibt es relativ viele Felder, bei mir zumindest in der Regel, die ich auslasse, weil ich die gar nicht brauche und so. Kann ich mir eben die Aufgabentypen so anlegen, dass nur die Felder auftauchen, die ich nachher auch ausfüllen möchte. Das geht hier über diesen Sichtbarkeitsschalter. Darüber kann ich das machen. Ich kann hier benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Das habe ich hier mit dieser Nachfrist mal gemacht. Also auf hier dran gehen. Das Einzige, was wir hier haben, ist hier schon zugeordnet. Da können wir nachher nochmal kurz drauf schauen. Und ich kann mir hier auch die Reihenfolge ändern und dann das eben so einsortieren, wie das nachher für die Benutzung am sinnvollsten ist. Und an dieser Stelle gibt es auch schon eine Neuerung oder was relativ neue Funktion, GPS-Positionen. Wenn ich die hier aktiv schalte, steht die mir in der Aufgabe zur Verfügung. Und je nachdem, wie ich die Aufgabe erstelle, wenn ich die am Computer erstelle, also im Desktop, im Büro, dann kann ich die nachträglich platzieren auf diesen Streetmap. Ich glaube, es ist von Microsoft die Grundlage, wo ich das platzieren kann. Wenn ich das mit der Mobile Device mache, also mit einem Handy oder mit einem Tablet, was eine GPS-Verordnung hat, dann kann oder wird diese Position automatisch übernommen und ausgefüllt und habe ich diesen Eintrag dann direkt, aber der muss für die Position aktiv geschalten werden. Also wenn ich hier mal reingehe in diese Punchlist, also hier standardmäßig ist das noch ausgeschalten. Wer das haben möchte, also das ist so eine Liste Mängel vor Abnahme würden wir auch das im Deutschen wohl bezeichnen. Wer das braucht und dort eine GPS-Position haben sollte, möchte, der sollte das hier anlegen. Benutzerdefinierte Felder gibt es schon länger. Wir können hier haben hier verschiedene Möglichkeiten, die wir uns anlegen können. Wir können die thematisch uns überlegen und wir können hier dann eben auswählen, ob ich da eine Auswahlliste haben möchte, ob ich einen numerischen Eintrag haben möchte, einen Absatz, einen Text, da kann ich mir das überlegen, was ich dafür brauche. Ein anderer Bereich sind diese Berechtigungen. Ich kann hier verschiedene Berechtigungen verteilen und ich kann die eben nach Rollen, nach einzelner Person oder auch nach Firmen verteilen. Und die einfachste Berechtigung ist die, dass ich für meine Firma Aufgaben erstellen kann.
Die nächste Berechtigung geht darüber, dass ich sie auch für andere Firmen erstellen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, noch Aufgaben zu verwalten. Also das ist die höchste, die ich hier einstellen kann. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass es sinnvoll ist, da das zu unterscheiden und nach Hierarchien zu überlegen, wer welche Aufgaben hier benutzen kann. Bei Fehlerursachen ist es ähnlich wie bei den Typen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Wir haben hier Vorgaben, die von der Autodesk schon vorgeschlagen sind, die dann eben auch in der Auswertung besonders berücksichtigt werden. Aber auch hier kann ich mir erstellen, was ich möchte. Unter Vorlagen gibt es hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, mir Aufgaben, die sich vielleicht in einer ähnlichen Form immer wiederholen, die dann mir anzulegen. Ich kann hier alles Mögliche einstellen, was ich hier haben möchte, also was ich hier eintrage. Den Titel oder eine Zuweisung an bestimmte Leute kann ich mir in der Vorlage schon einstellen und dadurch mir verschiedene Aufgaben hier erleichtern. Wir sehen schon, das ist jetzt die Aufgabe, die ich mir hier aus dem Bereich Mini erstellt habe. Hier bin ich relativ schnell fertig mit dem Ausfüllen, während ich hier eine andere Aufgabe mal habe. Die geht also hier nach unten, da muss ich wesentlich mehr auffüllen. Und das hatte ich vorhin nicht gezeigt. Wenn ich hier in den Typ reingehe und ich gehe hier nochmal in die Aufgabe und Felder verwalten, ich kann hier Felder auswählen, die erforderlich sind. Also wo ich sagen kann, diese Position oder diese Angabe muss ausgefüllt werden, sonst entsteht die Aufgabe nicht. Und solange der Haken hier nicht drin ist, kann ich das einfach auflassen oder leer lassen und nicht ausfüllen, wenn das gesetzt ist. Für manche Dinge muss man das ja vielleicht festlegen, dass sonst die Aufgabe keinen Sinn macht, dann kann man das hier reinnehmen. Und hier im Status gibt es mittlerweile weitere Möglichkeiten, die auch einmal aktiv geschaltet werden müssen, zumindest die ich vielleicht auch wieder rausnehmen kann. Also hier in Bearbeitung und abgearbeitet, das sind, glaube ich, Stadien, die hier dazugekommen sind, die wir dann ans Anschalten können und die dann zur Verfügung stehen als Rückmeldungen zu den Aufgaben. So, mal hier rüber. Mittlerweile können wir Aufgaben auch löschen und wiederherstellen und auch da gilt jetzt wieder diese Berechtigung. Der Administrator, der Projektadministrator darf da im Prinzip alle löschen und wiederherstellen. Der Einzelhersteller oder Aufgabenersteller kann nur seine eigenen Aufgaben hier entsprechend verwalten. Gehen wir mal hier rüber und wechseln in die Aufgaben rein. Und wenn ich so eine Aufgabe löschen möchte, ich nehme mal hier diese 94, das ist jetzt so eine von diesem Typ. Und hier sehen Sie, habe ich das nachträglich platziert auf der Karte. Ich kann das hier bearbeiten. Ich kann das hier eingeben. Irgendwo kann ich das auch hier auf die Karte gehen und kann diese Platzierung entsprechend anpassen. Ups, genau. Und wenn ich hier, Sie sehen, ich habe es schon mehrfach. Und hier oben sitze ich im Augenblick. Also das ist das Gebäude, von dem aus ich diesen Webcast mache. Und hier habe ich halt die Dinge hier angelegt. So, jetzt möchte ich zu der Aufgabe zurück. Karte, Karte, Karte. So. Hierher. Genau. Und wenn ich eine einzelne Aufgabe löschen möchte, dann mache ich mir die so an und lösche die. Ich kann hier einen Kommentar eingeben zu Testzwecken, dass man später weiß, warum wurde die Aufgabe gelöscht, ist unter Umständen ein Hinweis, ob ich sie wiederherstellen möchte oder nicht. So, die Aufgabe ist hier jetzt raus und wir sehen an der Nummerierung, dass hier eine fehlt. Wenn ich jetzt bei gelöschten Aufgaben eine wiederherstellen möchte, muss ich einen kleinen Hinweis berücksichtigen, nämlich
Also wenn ich zwei hier anwähle, bekomme ich hier diesen Button und ich kann zwei herstellen. Fragt man sich, wie kann ich eine herstellen? Das geht analog zum Löschen. Wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich diese Aufgabe wiederherstellen und wir sehen hier, es gibt ein Aktivitätsprotokoll und hier ist das jetzt eingetragen, warum das gelöscht wurde und wenn ich es wiederherstellen möchte und dann wird die Aufgabe wieder so hergestellt, wie sie vorher war, auch wenn es da Referenzierungen gibt und so weiter, dann sehe ich das entsprechend. Dann gibt es hier bei den Aufgaben im Bereich, wenn ich Aufgaben am Modell erstelle, auch eine Neuerung. Und zwar kann ich jetzt Markups auf einen Ausschnitt platzieren. Ich gehe hier mal in die Datei rein. Hier mal in der Ansicht, wo ich mehr sehe von diesem Gebäude, da ist Darstellung so. Also wir sehen hier schon verschiedene Bereiche. Ich kann hier auch mal so ein Stück reinzoomen und dann hier eine Aufgabe erstellen. Wenn ich hier jetzt draufklicke, muss ich irgendwas sagen, um was es für eine Aufgabe geht. Ich platziere die jetzt mal hier hin. Und habe jetzt hier diese Möglichkeit, hier wird so eine Miniaturansicht hochgeladen. Und wenn ich hier auf diesen Bearbeitungsbutton gehe, dann kann ich hier jetzt die Markierung machen und mir steht jetzt alles zur Verfügung, was ich bisher auch aus dem 2D gekannt habe. Also ich kann hier so eine Wolke drauf machen, ich kann einen Text hier machen. Und am Ende kann ich das speichern und das bleibt dann bei der Aufgabe. Das wird hier übertragen und wer diese Aufgabe sich nachher ansieht, kann diese Information mit dazu bekommen, kann die sich auch anzeigen lassen und kriegt hier eben eine erweiterte Funktion. Was schon eine Zeit lang geht, dass ich Aufgaben auch exportieren kann. Also wenn ich hier in die Aufgaben reingehe, habe ich hier unter diesen drei Punkten finde ich den Bericht exportieren als PCF exportieren, also das wären alle Aufgaben. Ich kann auch einzelne Aufgaben exportieren. Das geht hier jeweils unter diesen drei Punkten. Es wird immer wieder mal nachgefragt, wie es denn um einen PCF Import steht und da ist der aktuelle Stand, über den man sich hier auch informieren kann. Dass es in einer privaten Beta-Version gerade getestet wird. Und hier unter der normalen Hilfe können Sie sich informieren, was da im Augenblick angedacht wurde. Soweit ich das verstanden habe, wird das zunächst auf IFC-Basis funktionieren. Also wenn ein Modell auf IFC-Basis hochgeladen wird, wird man dort auch diesen Import bekommen können. So, das war im Augenblick das Thema zu den Aufgaben. Und jetzt gehe ich, wechsle ich mal rüber zu Koordination, Kollision. Ich kann bei den Kollisionen mittlerweile Objekte ausschließen. Also das wären zum Beispiel, was häufiger als Beispiel angeführt wird, flexible Rohre. Ich könnte aber auch solche temporären Dinge, wie ich es hier angedeutet habe, wo ich sage, also das Gerüst, wenn Kollisionen verursacht, das wird man vielleicht auf der Baustelle oder besser auf der Baustelle regeln, wenn es nicht um große Dinge geht. Und das können wir uns mal angucken. Da gehe ich hier rein, das mache ich mal aus, das auch und wechsle hier jetzt mal von DOPS in den Bereich Modellkoordination. Und Modellkoordination ist ja ein Teil von dem Autodesk BIM Collaborate.
So, hier werden die Daten geladen und wenn ich hier auf Kollisionen gehe, muss ich darauf achten, dass ich hier in einem aktuellen, also in einem Kollisionsraum bin. Ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr, älter darf er nicht sein und kann dann hier unter Einstellungen Modelle auswählen, die berücksichtigt werden sollen für die automatische Kollisionserkennung oder Objektausschlüsse. Also hier kann ich mir einen Objektausschluss erstellen. Das bezieht sich dann hier wieder auf bestimmte Modelle. Ich kann das auch nach dem IFC machen. Ich gehe hier mal zurück zu dem Beispiel, was ich genannt habe. Also ich habe hier die Gerüste. Die werden hier aus dieser Ansicht ausgeblendet und die kann ich auch so dann bearbeiten. Ich kann die deaktivieren und kann mir hier so einen Set einrichten, was da alles ausgewählt werden soll. Also ich kann hier nach den Kategorien, ist jetzt ein Revit-Modell, nach den Kategorien zum Beispiel auch den, könnte ich den Baucontainer, die Baucontainer mit dazu nehmen, wenn ich das wollte, und dann werden diese Elemente von Kollisionen oder beim Berechnen von Kollisionen nicht mehr berücksichtigt. Wenn ich hier auch weitergehe, wird das Ganze auch gespeichert. Wenn ich mir jetzt solche Sätze angelegt habe und ich möchte die übertragen, dann kann ich die hier über diesen Import, also es gibt das in einem anderen Projekt schon, kann ich mir ein Projekt hier auswählen, kann dort einen Kollisionsraum oder ein Modell auswählen und kann dann von dort diese Regeln übernehmen. Muss ich nicht immer neu von vorne anfangen, sondern kann die hier importieren und dann weiter bearbeiten. Wichtig im Augenblick noch eine Beta-Funktion, also wenn Sie das benutzen würden und irgendeinen Hinweis hätten an Autodesk, dann gibt es hier, solange das Beta-Version ist, auch ein Feedback, wo man das sehr gut zurückmelden kann. Dann gibt es noch eine ähnliche Funktion oder ein bisschen eine ähnliche Funktion. Wir gehen jetzt in dieses kuratierte, föderiertes Modell. Föderiertes Modell bedeutet, ich habe mehrere Modelle, die ich zusammenfüge. In Coordination kann ich auch Revit und IFC-Modelle zum Beispiel zusammenbringen. Das funktioniert ja in dem Viewer in Docs sonst nicht. Aber wenn ich das hier zusammenbringe, kann ich das auch den Docs-Benutzern zur Verfügung stellen. Auch hier gehen wir mal, schauen uns dieses Beispiel an. Das gibt es hier unter Ansichten. Und Sie sehen hier, die sind alle in Docs. Kann ich in Docs speichern? Wenn ich das tue, stehen die dann zur Verfügung. Ich kann hier einstellen, einen Datenschutz, also ob das jetzt nur für mich sichtbar ist oder ob das für alle sichtbar ist, kann ich hier drüber gehen. Wir gehen hier mal in dieses Modell hinein. Und das ist, wenn Sie sich erinnern, dieses Modell, hier wird es ganz kurz angezeigt, was alles vorhanden ist. Und hier sind jetzt eben die meisten Dinge ausgeblendet. Thematisch ein bisschen danach, wenn ich prüfen möchte, vielleicht, wie schließen die Treppen an den Fertigfußboden an, danach wäre das eingestellt. Ich kann aber diese Filter hier auch zurücksetzen und habe dann hier alles Mögliche in dieser Ansicht drin. Ich setze das jetzt mal zurück, dann sieht das so aus, dann habe ich hier alles eingeblendet. Im Augenblick habe ich hier nur ein Modell drin. Sie sehen, also das ist dieses eine Modell. Ich kann hier weitere Modelle hinzuwählen. Ich kann hier auch jetzt zum Beispiel das IFC-Modell reinladen. Da ist jetzt bei mir nicht viel drin. Also diese Möblierung kommt bei mir als IFC dazu. Und wenn ich diesen Raumabschluss noch haben möchte, dann kann ich mir das hier auch reinnehmen. Kann jetzt wieder auswählen, wenn ich Elemente nicht sehen möchte. Dann kann ich hier in den Browser gehen. Ich kann hier unten, habe ich die Möglichkeit, das jetzt für mich hier auf die Schnelle zu machen und kann jetzt hier in diesem IFC-Modell ist wenig drin, aber ich kann hier auch nach diesem Baustellenmodell hier gehen und könnte hier jetzt danach gucken, wo die
Gerüste ist, glaube ich, hier unter Topografie mit drin. Könnte das hier ausblenden, aber was ich hier direkt ausblende, Grundstück, genau. Was ich hier direkt ausblende, ist jetzt nur für mich. Wenn ich das dann anderen zur Verfügung stellen will, dann muss ich hier über diese, über den Bereich hier drüber gehen und dann eben sagen, was ich hier sehen möchte oder was ich nicht sehen möchte. Also ich habe hier jetzt diese Geschossdecken ausgewählt und das ist das, was ich vorher hatte, hier mit den Treppen drin. Also darüber kann ich hier gehen, alles auswählen. Funktioniert dann im Augenblick so, dass ich hier jetzt Grundstück nur als Kategorie. Es gibt hier noch weitere Möglichkeiten. Ich kann hier über die Familien auch gehen. Ich kann hier auch über den Typ gehen und kann mir dann so eine Ansicht ausrichten. Ich kann das hier dann aktualisieren. Dann wird zunächst mal diese Ansicht festgeschrieben und hier oben steht jetzt, dieser ist aktualisiert worden. Und wenn ich hier zurückgehe, dann kann ich die in Docs speichern. Ich muss dann angeben, wo die hingespeichert werden soll. Ich lege die mal in Sonstiges rein. So, Sonstiges haben wir hier. Info vielleicht. Dann speichere ich das und wenn das wird jetzt bearbeitet und wird dann auch so ein Modell draus gemacht, wie ich das sonst auch habe, wenn ich publiziere, dann wird ja dieses Format benutzt, dass es in der Cloud dann gut dargestellt werden kann. Das waren jetzt hauptsächlich Elemente, die es schon länger gibt, die ich auch ein bisschen zusammengefasst habe, aber bei den Ansichten gibt es noch einen Teil, den man nochmal angucken sollten vielleicht. Es gibt hier die Möglichkeit, wenn ich so ein kuratiertes Modell habe, das auch auszuwerten. Hier unten, das war ein Silent Rollout, also hier drüber kann ich mir einstellen, dass ich diese Elemente, die ich jetzt mir hier anzeigen lasse, auch auswerte. Ich kann hier in den Spalten sagen, was ich alles haben möchte, was ich ausgewertet haben möchte. Und dann gibt es hier auch irgendwo Mengen. Da muss ich ein bisschen reingucken, mich damit beschäftigen. Und dann kann ich mir hier dann diese Elemente exportieren, zum Beispiel nach einer Excel-Datei, um die dann weiter zu verwenden oder ein CSV, je nachdem, wo ich das Ganze dann nachher einlesen möchte, steht mir das dann als Auswertung zur Verfügung. Und jetzt kommen wir in den Bereich Bild hinein. Da gibt es wirklich ein völlig neues Produkt, was wir hier dazu haben. Im Rahmen vom Zeitplan gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Taktplanung anzulegen. Und da gucken wir auch mal rüber in den In diesen Browser gehe ich hier rein und ich habe mir hier ein ganz einfaches Projekt angelegt. Das ist ein Untergeschoss mit Außenwänden und mehreren Stützen in der Reihe hier mit Achsbezeichnungen. Die können wir uns die angucken und habe mir jetzt überlegt, dass es vielleicht so eine Taktung gibt, dass jeweils eine Stützenreihe, also mit der 2 beginnen, 3, 4, 5, 6, 7, dann jeweils bewährt, geschalt, betoniert, ausgeschalt und die Schalung wieder fürs nächste benutzt und so weiter, dass das so einen Ablauf geben kann. Und das Ganze funktioniert dann hier im Zeitplan. Also das kann auf der Grundlage von so einem im MS Project oder in ähnlichen Programmen erstellten Gantt-Plan sein. Und ich kriege hier jetzt schon im Augenblick diese Rückmeldung, dass da in der Taktplanung nicht übereinstimmt
mit dem, was hier vorne geplant ist, wobei es günstigerweise in dem Fall ist, es könnte 2 Tage früher fertig werden, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann kann ich mir hier diesen Balken, den ich vielleicht zunächst mal in der groben Planung habe, in der Ausführung ebenso aufteilen, wie ich das gerade angedeutet habe. Das gibt es hier in Zeitplanung, Einstellung. Hier gibt es auch Berechtigungen, wem ich da Berechtigungen gebe, hier zuzugreifen. Ich glaube, die Mindestberechtigung ist hier auch, dass man es ansehen kann, beitragen, aktualisieren und verwalten. Das kann ich mir hier entsprechend dann einrichten, wer hier was darf. Am Zeitplan sollte natürlich nicht jeder dran rummachen. Ich kann mir hier auch Elemente ein- und ausblenden, die ich brauche, um hier die Planung zu machen. So. Wenn ich jetzt, muss ich überlegen, gehe ich hier, habe ich mir diesen Taktplan mal angelegt. Und bei den Taktplaneinstellungen, super. Also da hakt es manchmal noch ein bisschen mit der Darstellung. Genau, jetzt passt allerdings die Darstellung hier wieder nicht. So, jetzt sieht das besser aus. Also hier ist diese Taktung. Wir gehen hier gleich nochmal drauf ein. Und hier oben gibt es eben die Möglichkeiten. Also Berechtigungen haben wir gerade gesehen. Ich kann hier Arbeitstage eintragen, beziehungsweise das Gegenteil an Feiertagen, die dann ausgenommen werden, die dann hier auch berücksichtigt werden. Ich kann hier sagen, an welchen Tagen der Woche wird gearbeitet. Wenn das eben vielleicht auch am Wochenende sein soll, kann ich mir das hier entsprechend einrichten. Ich kann mir hier eine Struktur machen, je nachdem, um was es geht. Ich habe hier mal die Ortbetonstützen mit den Bereichen Bewehrung, Schalung, Betonieren, Ausschalung und Schalung für Wiederverwendung richten als Abschnitte gemacht. Man könnte das wahrscheinlich auch anders zusammenfassen. Vielleicht mit weniger Schritten. Das war jetzt beim Herstellen, habe ich das gemerkt, vielleicht für das Modul, wie es im Augenblick funktioniert, etwas zu detailliert. Und ich kann mir hier oder muss mir hier sinnvollerweise diese Standorte anlegen. Das funktioniert hier, indem ich das händisch eingebe oder über eine Excel-Tabelle, wo das Ganze etwas komfortabler ist. Und ich habe mir hier für das Untergeschoss jetzt jeweils diese Achsen 1 bis 8 angelegt, wobei Stützen von 2 bis 7 eben stehen. So, hat er das jetzt hier übernommen? Genau. Also bei den Standorten war ich, jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Zeitplan und mache mir diese Taktplanung nochmal auf. Und hier sehen Sie jetzt unterschiedliche Darstellungen. Die hier ist ausgefüllt und wenn ich mir die hier angucke mit dem Doppelklick, dann hier heißt hier eben, das ist schon fertiggestellt. Da sehe ich hier im Überblick, wie das ist. Hier oben sehe ich den Balken, also diese Schalung hier, die ist teilweise fertiggestellt, würde man vielleicht in dem kleinteiligen Bereich nicht so machen, einfach nur, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe hier immer die Möglichkeiten, Abhängigkeiten auch dran zu machen. Also wenn ich hier drauf fahre, gibt es hier diesen Punkt und den kann ich dann einfach an die nächste Aufgabe dran ziehen, sodass ich sehe, wie das Ganze im Ablauf erfolgt. Und wir sehen hier auch, ich kann hier mal ein bisschen kleiner gehen, vielleicht im Überblick, wie das Ganze hier dann über den Takt hier drüber rausgeht, wie das sich über das Gebäude fortführt. Und dann müsste ich natürlich jeweils zurückmelden, wie der Stand ist oder kann ich das zurückmelden und sehe hier eben auch, dass hier, wie viele Leute hier eingeteilt sind dafür. Hier wurde es nicht gemacht. Also dann sehe ich das im Übergang. Also ich habe hier jeweils den Arbeitsschritt. Ich habe hier eine Einteilung. Ob das Arbeit ist, Abwicklung ist, Inspektion, Hindernis, Sicherheit, Ausfallzeit, kann ich das hier entsprechend angeben, zu was das gehört. Ich kann einen Titel geben. Ich habe hier die Möglichkeit, den Status zu machen. Das sind die Stadien, die wir vorhin auch gesehen haben bei den Aufgaben.
Das kann ich hier entsprechend zuordnen und kriege hier eben auch diese Farbmarkierungen dazu. Ich kann hier noch eine Beschreibung angeben, wenn sich das vielleicht nicht so selbsterklärend ist. Ich habe in diesem Fall einen Tag Dauer, also Start und Fertigstellungsdatum ist bei mir das gleiche. Hier gebe ich den Fortschritt an, der dann hier auch wieder angezeigt wird. Ich kann das eine Firma zuordnen. Ich kann hier auch einen Beauftragten zuordnen. Also wenn das eben vielleicht eine Bauleitung, ein Vorarbeiter oder sowas ist, kann ich den angeben. Auch eine Rolle kann ich das zuordnen. Ich habe hier den Standort, den ich angelegt habe für diese Achse 2. Damit geht es eben los. Die Arbeitsaufschlüsselung, es geht hier um die Schalung. Ich kann hier eine Priorität vergeben, wie viele Leute hier dran beteiligt sind und sehe hier auch, was muss vorher sein, was muss nachher sein. Und Sie sehen hier in der Klammer dieses Copy. Also wenn ich so einen Takt immer wieder habe, kann ich den kopieren. Was mich ein bisschen stört, müsste ich vielleicht dann, wenn es mich tatsächlich stört, dieses Copy mit der Zeit mal rausnehmen. So. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen. Ich habe hier im Augenblick mal gesagt, dass ich das manuell mache, weil das jetzt mit dem, wie ich es angelegt habe, mit dieser automatisch Vorspulen nicht funktioniert, weil dieses automatisch Vorspulen bedeutet, eine Aufgabe ist abgeschlossen und die nachfolgende fängt eben erst an, wenn die andere abgeschlossen ist. Das funktioniert hier bei mir nicht, weil ich nicht unter den Tag zurückgehen kann mit der Terminierung und ich habe hier eben dann die Aufgaben so aufgeteilt, dass da mehrere an einem Tag stattfinden sollen in der Abfolge. Das ist das, wo ich gesagt habe, vielleicht würde ich das beim nächsten Mal ein bisschen anders aufgliedern. Ich kann hier noch sehen, wie breit die Zeilen, ja, die Schwimmzeilen. Wenn ich mehr Überblick brauche, kann ich mir hier überlegen, wie groß das sein soll. Ich habe hier jetzt gesagt, leere Streifen möchte ich nicht haben, weil ich habe ja diese Achse 1, die ich jetzt gar nicht betrachte und auf der anderen Seite die Achse 8, beziehungsweise ich habe auch Firmen, die nicht beteiligt sind. Das können wir uns gleich nochmal ansehen, was das für eine Auswirkung hat. Und hier kann ich eben dann Personenzahl, Arbeitstyp, Beauftragte, den haben wir im Augenblick gar nicht angegeben, den könnte ich auch ausmachen. Das wird hier dargestellt. Und hier habe ich nochmal diesen Hinweis. Also das ist jetzt aus dem Zeitplan übernommen, der vorher im Project, Power Project erstellt wurde. Das ist dieser Balken, an dem kann ich mich orientieren und kriege jetzt hier den Hinweis, dass das hier abweicht. Also ich bin hier vorher fertig, beziehungsweise ich habe den hier dann zurückgenommen. Und ich kann mir hier diese Ansicht nach unterschiedlichen Teilen gliedern lassen. Ich habe hier jetzt im Augenblick den Standort drin. Ich kann aber auch sagen, welche Firma hat wann was zu tun, kann ich mir hier, also hier ist jetzt mal davon ausgegangen, dass die Bewährung nicht von dem Rohbauer selber, sondern von seinem Sub ausgeführt wird, dann kriegt er hier eine eigene Schwimmbahn mit den Hinweisen, wann er hier was zu tun hat. Auch der Rohbauer sieht hier, wo er welche Leute eingesetzt haben soll und ich kann das Ganze hier auch nach dem Takt mir aufteilen. Also dann habe ich die Bewährung hier. Hier sehe ich, wann überall mit der Schalung gemacht wird, wann betoniert wird und Ausschalung, die Schalung vorbereiten für das nächste und dann wieder eingesetzt wird. Das war im Augenblick das, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und im Chat sehe ich jetzt keine Fragen. Matthias, hast du irgendwo eine Frage aufgenommen? Doch, ich habe eine tatsächlich, doch, also über die Fragenbox kam eine rein und zwar wird gefragt, ob man im Bild eine 4D-Simulation bzw. eine 4D-Darstellung machen kann. Eine 4D-Darstellung, jein, wir haben eine Fortschrittsverfolgung, wo wir Elemente einfärben können nach dem Status, den wir angegeben haben. Kann ich ein bisschen auch zeigen, jetzt muss ich nur gucken, wo ich da hin muss. Ah, falsches Projekt. Deswegen. Hier muss ich reingehen. So, also,
Ich wechsle hier in das Bild rein. Und es gab ja mal ein separates Fortschrittsverfolgung hier. Das ist mittlerweile unter die Objekte hier untergebracht. Und das kann ich mir eben anzeigen lassen, eben auch in den Dateien. Ich wechsle jetzt hier nochmal zu den Dateien rüber. Und das hier auch, denke ich, in diesem Modell mal drin. Also ich kann über die Objekte alle Elemente, die ich aus einem Revit-Modell oder aus einem IFC-Modell auslesen kann, kann ich mir automatisch als Objekte erstellen. Und ich habe hier mal verschiedene Elemente mir erstellt. Hier muss ich nochmal rauszoomen, dass man was sieht. Und hier gibt es jetzt die Objekte. Und diese Objekte kann ich mir jetzt darstellen lassen. Sie sehen es nach den Farben. Also alles, was Objekte sind, andere Elemente, die jetzt hier so etwas durchsichtig sind, kann ich hier nicht sehen. Und ich habe hier jetzt an dem die zwei Gerüste oder zwei Sorten Gerüste, die grünen und die roten. Die grünen sind für die Benutzung freigegeben und die roten nicht. Und das hängt jetzt hier an diesem Status. Also diesen Status kann ich mir jeweils anzeigen lassen. Und in dem Sinn kann ich hier auch, jetzt müsste ich gucken, habe ich hier unten habe ich eine Wand zum Beispiel, die ist fertiggestellt. Mit einem Mangel, andere Wände sind fertiggestellt. Ohne Mangel und hier habe ich mir in den Status gesagt, es gibt den Status geplant, das ist das hellgraue, es ist begonnen, das ist dunkelgrau, fertiggestellt mit Mangel habe ich mir rot hervorgehoben, fertiggestellt ohne Mangel ist das grüne, also zum Beispiel dieses Element hier unten und ich kann dann noch sagen, das ist auch abgerechnet und abgenommen, also das kann ich mir hier entsprechend darstellen. Wenn ich das reinmache, es ist jetzt nicht genau das, glaube ich, was man unter 4D-Darstellung versteht, aber vielleicht auch eine ganz hilfreiche Sache an dem Punkt. Dann hoffe ich, die Frage ist einigermaßen zumindest beantwortet. Genau, falls es im Nachgang nach dem Webcast Fragen gibt, gerne an webcast@inovi.de einfach die Fragen stellen. Oder auch gerne an Ihren jeweiligen Inovi-Partner, falls Sie denn bei uns im Firmenverbund sind, da einfach an den jeweiligen Partner wenden, also gerne an uns in Hafners Büro oder die Integra oder die AKG, wenn es um die ACC geht. Arnold IT ist immer Maschinenbau unterwegs, aber falls Sie Arnold-Kunde sind, natürlich auch gerne an Ihren Arnold-Ansprechpartner wenden. Für diejenigen, die jetzt Hafners Büro Goldkunde sind, da gerne auch zum Hörer greifen und nochmal nachfragen. Die Frage kam jetzt von einer Kundin von uns. Also da gerne einfach nochmal melden, wenn da im Nachgang noch Fragen sind. Wenn momentan jetzt keine Fragen mehr kommen, Chat und in der Fragenbox sehe ich jetzt momentan nichts mehr, dann würde ich noch darauf hinweisen, dass wir natürlich jetzt dieses Quartal auch wieder jede Menge weitere Webcasts haben. Nicht nur um die ACC, natürlich auch Revit und AutoCAD und andere Programme rund um Autodesk. Zwischendurch gibt es auch immer wieder Webcasts, die allgemeine Themen zur Autodesk-Software betrachten, also Lizenzierung etc. Da gerne einfach mal reinschauen, gerne auf inovi.de oder auf jeweils auf der Seite der einzelnen Partner. Da finden Sie natürlich noch ein erweitertes Webcast und Schulungsangebot. Da gerne einfach mal reinschauen. Genau, oder halt auch dort ins Webcast-Archiv, das Sie auch auf der Inovi-Seite einfach finden. Und ältere Webcasts anschauen können. Wenn das Ihr erster Webcast zur ACC war und Sie vielleicht noch gar nicht so tief drin sind, dass Sie sagen, oh, die Funktionen, da bewege ich mich momentan noch gar nicht, einfach auch auf uns zukommen, gerne auch die älteren Webcasts dazu anschauen, genau, oder einfach Fragen stellen, wir beraten Sie da gerne. Dann würde ich sagen, dann kommen wir auch zum Ende. Hab mich sehr gefreut, dass so zahlreich die Teilnehmer da waren und dann, ja, wir nehmen das Thema auf jeden Fall ins nächste Quartal auch wieder mit auf. Da werden wir natürlich auch die Revit-Neuerungen zum Beispiel anschauen, weil da ist ja die neueste Version jetzt gerade draußen. Und genau, dann freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen Dank und eine schöne Woche.